So, schönen guten Morgen, willkommen zum Börsenbuffet. Technisch ist die Situation im Germany 30 jene, dass wir vom neuen Allzeithoch kommend nach unten laufen. Und damit ist das potenziell eine 1 einer Trendwende. Es könnte daraus eine 2 werden, wenn wir jetzt in die Bewegung aufwärts gehen, aber dann an einem neuen Allzeithoch scheitern und danach dann nach unten laufen. Unter das gestrige Tief, wenn das Tief gewesen ist. Also man muss das abwarten. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir mit jetzt dem höheren Hoch und dieser abgesagten Trendwende an dieser Stelle und jetzt mit dem neuen Allzeithoch den Trend fortgesetzt haben. Also das ist einfach nur eine Gegenbewegung in einem intakten Aufwärtstrend, auch wenn der Ausbruch nicht so richtig geklappt hat. Technisch, ich hatte es bei Espresso bereits angesprochen, haben wir im NDRQ die Situation einer Top-Bildung am 3. Mai, einer fast vollständigen Auffächerung am 13. Mai, also 10 Tage später und jetzt einen Gegenimpuls. Also grundsätzlich jetzt, wo die Fed in ihrem Protokoll also schon am 27., 28. April davon gesprochen hat und dass jetzt bekannt wurde, dass sie auch über einen Beginn einer Straffung der Geldpolitik nachdenkt. Jetzt ist diese Korrektur, die ja auch etwas mit Zinsanstieg zu tun hatte, möglicherweise vor ihrem Ende, denn wir haben eine volle Auffächerung und wir versuchen hier die 13.229 zu brechen. Und jetzt gibt es natürlich wieder zwei Varianten. Dieser Versuch, darüber zu schließen, einen Stundenschlusskurs darüber zu generieren, klappt. Dann haben wir ein 1, 2, 3 Tief, können also aus diesem Impuls wieder ein 1, 2, 3 einzeichnen mit dem Fibonacci-Extensionswerkzeug und hätten dann die 61,8, 4,18, die wir schon doppelt zuvor erreichten und die weiteren Marken als mögliche Orientierungspunkte. Andernfalls kann das natürlich auch so laufen, dass der Bruch der 13.229 auf Stundenschlusskursbasis nicht klappt. Insofern dann der Druck da drauf bleibt auf den Tech-Werten. Im SPX 500 haben wir die Situation, dass auch da ein intakter Aufwärtstrend vorliegt. Auch wenn wir hier einen Einbruch hatten, ist dieser Einbruch, dessen Startpunkt liegt an einem Allzeithoch. Wir haben hier eine 1 insofern ausgebildet, halt hier eine 1, das ist die 2 und jetzt ist die Frage, kommt eine 3? Also im Tagesschlusskurs unter 4034 Punkten würde ein 1-2-3 Top einläuten. Das gilt es zu beobachten, ob das kommt. Der gestrige Tag und diese lange Lunte verrät, dass der Markt dazu nicht bereit ist. Schnäppchenkäufer sind in diesem Bereich eingestiegen. Dieses Pattern, diese beiden Kerzen, das ist ein sogenanntes Piercing-Pattern. Also ein schwarzer Kerzenkörper wird durch einen blauen Kerzenkörper in der folgenden Trading Session zu mehr als 50% eingehüllt per Schlusskurs. Das nennt sich Piercing Pattern, dessen Support liegt bei 4034. Und dieser Support, diese Unterstützung kann nur auf Tagesschlusskursbasis gebrochen werden. Diese Hammerkerze, das hier ist eine Hammerkerze, die definiert sich durch einen langen unteren Schatten, also diese Lunte nach unten dieser Kerze ist sehr lang. Die muss, hier oben haben wir dann einen Schlusskurs in der Nähe vom Tageshoch und dieser Docht hier oben, der darf maximal ein Zehntel der Strecke von der Lunte sein, vielleicht ist er ein bisschen länger. Aber wir haben auf jeden Fall hier eine Reversal-Kerze, die sagen wir mal annähernd eine Hammerkerze ist, die also dann den Support von diesem Piercing-Pattern bestätigt. Das ist zumindest die klassische
Kerzenchart-Technik nach Steve Nissen. Jeder, der sich in diesen Bereich einlesen möchte, möge einfach mal nach den Büchern von Steve Nissen zum Thema Candlesticks schauen. Es gibt von Steve Nissen auch auf YouTube sehr viele Infos. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und es gibt von ihm auch Vorträge und so weiter, glaube ich, auf YouTube, bin mir nicht ganz sicher. Aber einfach Steve Nissen und Candlesticks, dann wird man dann schon fündig, wenn man danach sucht. Auf jeden Fall ist das etwas, um die Psychologie des Marktes zu verstehen, eine ja, gewinnbringende Quelle von Informationen. Wie sieht es im US-30 aus? Nun, mit anderen Zahlen, gleiches Bild, Piercing Pattern, Reversal Kerze bestätigt den Support. Es geht hier um die 33288, gleiche Geschichte wie im SPX, nur mit anderen Zahlen. NDAQ hatten wir bereits, also wenden wir uns jetzt dem Germany 30 im Intraday-Zeitfenster zu. Was ist da zu sehen? Wir haben ja diesen Ausverkauf gehabt, fast in einer Strecke, waren wir hier ganz kurz unterbrochen, aber das ist ein Stundenchart, hier ist kein Top entstanden, das ist wichtig, das zu beachten. Aber wir haben gestern dann von unten kommend einen Aufwärtsimpuls ausgebildet und der ist für den heutigen Tag interessant, denn die Frage stellt sich, ob wir die 15.198 halten können. Damit hätten wir ein 1, 2, 3 Tief. Und wie immer kann man natürlich die vorbörsliche Spanne, die einmal ja, früher als der FTAX eben noch nicht fast 24 Stunden handelbar war, der DAX Future war, der Handelsbeginn um 8, ging dann bis um 9, um 9 Uhr ging dann eben der Xetra-Handel los, das ist ja heute auch noch so. Aber man sagt, die Spanne zwischen 8 und 9 Uhr ist die Vorbörse, die gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr. Aber sie scheint dann doch auch eine gute Orientierung zu bieten. Germany 30 auf jeden Fall innerhalb der vorbörslichen Spanne bisher ohne Richtung. Spannend für mich ist das weitere Verhalten von Euro zum US-Dollar und dessen Fähigkeit oder eben Unvermögen, dessen Unvermögen diesen Widerstand bei 1,2237 zu brechen. Dieses Niveau war ja schon mal, ich habe sie in Orange gekennzeichnet, ein Widerstand und im Grunde auch hier im Dezember und Januar war es auch schon mal ein Widerstand gewesen, der nicht gebrochen werden konnte. Jetzt ist die Frage, kann er dieses Mal gebrochen werden? Also kann Euro-Dollar darüber ausbrechen. Wir haben gestern die Reaktion gesehen, dass genau im Widerstand, so ungefähr im Bereich des Widerstands, nicht auf dem Pip genau, wir sind hier bei der vierten Nachkommastelle und der fünften, auf jeden Fall 1,2237, da ist gestern ein Top entstanden. Das sieht man auch in der kleineren Zeitebene, ich habe es mir vorhin angeschaut, im Stundenchart. Schönes Verhalten, wir haben einen Abwärtsimpuls gehabt, ja, eine 1, 2, 3 und das sofort wieder zurückgeschnappt. Also keine Top-Bildung und dann der Ausbruch auf ein höheres Hoch an der Stelle und von dort ausgehend dann aber ein Rückfall, erneuter Rallye-Versuch, teste die 1,2237 nochmal. Und läuft dann eben unter das Impulsende. Aber erneut, wie hier im Grunde psychologisch betrachtet, der, sagen wir mal, kommen keine wirklich bärischen Kerzen nach. Ja, dieser Support, diese einen schwarzen Kerze konnte gehalten werden. Und jetzt läuft der Markt hier so ja, in so einem Aufwärtstrendkanal wieder nach oben. Also versucht hier diese Top-Bildung zurückzunehmen. Also wichtiger Support heute ist, oder Widerstand, je nachdem, ist die 1,2189. Und da muss man gucken, bleibt das ein Widerstand
Oder wird das zur Unterstützung? Sollte es zur Unterstützung werden, könnte eine erneute Attacke kommen auf die 1,2237. Andernfalls, wenn er hier jetzt dann der Versuch, das zurückzuerobern, fehlschlägt, droht eine Auffächerung nach unten im Euro zum US-Dollar. Also sie testen die Reaktion von gestern, testen die Nachhaltigkeit dieses Dollar-Tiefs, ob es das wirklich gibt oder ob das einfach nur eine Überreaktion war. Insofern bleibt es spannend. Und das gilt, finde ich, auch für die Kryptomärkte. Die 40.000-Dollar-Marke gestern, also massive Bewegung bei den Kryptos. Wir haben also 35,6% gestern Krypto oder der Bitcoin bei 29.903 ein Tief ausgebildet und ist dann 10.650 Dollar nach oben gegangen. 35% ging es nach oben und die 40.000 ist jetzt ein Widerstand. Oder 40.554, um es ganz genau zu nehmen. Warte, ich wollte 2 Stunden haben. Ja, ich glaube, also 2 Stunden sieht man es am besten. Also die 1 ist 1, 2, 3 Tops und die gestrige Erholungshoch zwischen 19 und 20 Uhr ist bei 40.554. Ich bin jetzt deswegen in 2-Stunden-Chart gegangen, weil im Stundenchart ist das so komisch unterbrochen hier durch diese Kursgeschehen zwischen 17 und 18 Uhr. Also mir gefällt jetzt eigentlich der 2-Stunden-Chart-Intervall besser. Also der Schlusskurs um 11 Uhr sollte eher über 40.554 sein, aktivierten 1, 2, 3 Tief. Ansonsten kann die 40.554 auch ein Widerstand sein. Wir können hier im 5-Minuten-Chart auch mal schauen, was da das Kursgeschehen war. Das ist interessant, weil hier war ein Top entstanden an der Stelle. Das bis zur 581er sich aufgefächert hat. Und jetzt laufen wir quasi mit einem bullischen Druckaufbau in den Bereich des Hochs rein. Also ist die Frage, kommt hier ein Hoch oder nicht? Die 2 ist ein Widerstand bei 40.322. Das werde ich auf jeden Fall jetzt mal beobachten. Was da weiter passiert. In der Zwischenzeit auch mal ein Blick auf Ethereum. Ethereum ist 56% eingebrochen. Das ist also dieser Zeitraffer-Charakter der Kryptos. 4,23er erreicht, den Ausbruch aus dem prozyklischen Level hier bei den 0%, 18,94. Fast punktgenau getestet, läuft jetzt wieder nach oben. Wieder ein Plus von 43%. Und so konnte man gestern eben auch, sagen wir mal, dieses prozyklische 1, 2, 3 aus dem Wochenkerzenchart. Sorry, wenn ich hier ein bisschen rumspringe gerade, aber wir hatten hier dieses prozyklische gestern auch besprochen, prozyklisch 1, 2, 3, dessen Aktivierungspunkt die 1894 war. Man konnte ja den ganzen Fibo-Marken und dann eben auch an der 1894 sich anschauen, okay, wenn er auf die 1894 geht, was passiert da? Ist die 100er, die 61, 8er und dann hat man quasi gestern gesehen, aha, 15:10 Uhr erreicht die 1894 punktgenau Treter.
Ja, das ist dann schon mal eine Möglichkeit zu sagen, okay, solange er da nicht drunter fällt, kann man mal eine Gegenbewegung vermuten. Und optimalerweise bildet er hier auch ein 1, 2, 3 aus. Müsste man wahrscheinlich in eine noch tiefere Zeitebene gehen, aber wenn man sich hier diesen Impuls anschaut, eine 1 und dann war ein Rückfall auf die 2000 wieder von der 2-1 und dann macht er hier so ein bisschen Gegenbewegung. Man sieht es nicht wirklich sauber, aber ich belasse es jetzt mal dabei. Ja, und konsolidiert dann der 1,61 und 2,61 und bricht dann aus um 17 Uhr. Läuft nochmal zurück. Ja, dann ist also fast an der 4,23er hat er dann wieder gedreht. Ja, das ist dann eben so ein Setup, wo man sich dann mit 1, 2, 3 Mustern orientieren kann. Jetzt mal einen 30-Sekunden-Chart. Ich weiß nicht, ob das so weit zurückreicht. Nee, tut er nicht. Okay. Im Bereich des 4,23er hatten wir dann gestern eben dieses 1, 2, 3 Top um 19:18 Uhr. Und jetzt kann sein, dass wir eben bei Ethereum wieder in dieses Top reinlaufen. 2,863 wäre da die 1. Des Tops. Gleichzeitig gestern dann, oder eigentlich jetzt in der Nacht, wieder eine Bodenwelle bei Ethereum, die sich jetzt erneut auffächert. Die 4,23 wäre die 2,924. Das wäre also nochmal das Hoch von gestern getestet. Ja, das sieht man also sehr gut, dass dieser Anfangsimpuls so lang war, sodass dessen 4,23er am gestrigen Hoch wieder landet. Also es passt irgendwie ganz gut zusammen. Und Bitcoin attackiert weiterhin die 2 bei 40,322. Da haben die 30 innerhalb der vorbörslichen Spanne nichts Neues. So, Gold, gestern, sagen wir, mit einem Ausbruchsversuch nach oben über die Hochs hier vom Januar und Februar nicht geglückt. Wir haben hier so eine High-Wave-Candle, die also deren Grenzen jetzt das Kursgeschehen auch ein bisschen eingrenzen. Nach wie vor geht es jetzt für mich um die 1863, um die 1863 zu verteidigen. Und in diesem Ausbruch ist gestern auch ein 1, 2, 3 Top entstanden. Im 5-Minuten-Chart. Deren volle Auffächerung wäre ein bisschen tiefer als gestern. Bitcoin scheitert an einem höheren Hoch. Ich habe eine 30 scheitert am vorbörslichen Hoch. Einer fragt, ob man im Tageschart von Cup and Handle sprechen kann.
Also Cup and Handle wäre. So ein Pattern, das wieder aus verschiedenen entsteht. Also hier müsste dann quasi so eine Konsolidierung abschließend kommen. Und der Goldpreis dann reinläuft und dann ausbricht nach oben. Entspricht dieser Form. Ich habe keine Erfahrung mit Cup and Handle. Daher, ja, entspricht dem, aber was daraus folgt, weiß ich nicht. Also ich beschäftige mich damit nicht. Ich würde hier die 1863 und die Fähigkeit des Goldpreises beachten, die 1863 zu halten. Na, wenn wir jetzt quasi den bullischen Fall haben und so eine Konsolidierung bekommen, dann wäre es optimal, dass diese Konsolidierung eben so verläuft, dass die 1863 gehalten wird. Und dass wir dann final aus diesem bullischen Druckaufbau heraus einen Ausbruch sehen auf die 2015. Das ist der Punkt 2 aus dem 1, 2, 3 Top. Bärische Konsolidierung wäre jetzt, dass wir quasi einen Rückfall sehen und dann eben die 1863 nicht schaffen, zurückzuerobern. Ja, dann sieht das ja auch aus wie so eine bullische Flagge. Aber aus dem 1, 2, 3 heraus könnte dann eben ein bärischer Druckaufbau eine erneute Auffächerung aus diesem Abwärtsimpuls vom August dann folgen. Ja. Und das sind dann eben so Feinheiten, die ich, wenn ich auf den Cup and Handle schaue, dann ist mir jede Konsolidierung recht. Ich nehme die bullische und bärische und erkenne gar nicht, was eigentlich im Detail deiner Struktur abläuft. Und daher würde ich halt, wie gesagt, auf die 1863 achten und auf die 1, 2, 3 Muster. Zumal ja man auch sehen kann, dass eben auch in der Schulterkopfformation am Cup and Handle in der bärischen bullischen Flagge, was ich gerade erklärt habe, immer noch eine weitere Information im Detail steckt. Und die hängt dann meistens eben mit solchen Wellen zusammen. Also ich komme da einfach besser damit klar. Ein Blick auf Silber. Silber gestern in dem Hoch vom 23. Februar gescheitert. Das hat jetzt keine große Bedeutung, weil die 2 liegt bei 27,19, die haben wir schon überschritten. Die 29,16 kommt allerdings aus dem Wochenchart. Und ist das Impulsende. Von dem 1, 2, 3 Top des Jahres 2011, also 10 Jahre zurück. Ja, und es geht jetzt eben im Silber drum, kann die 29,16 wirklich attackiert werden? Und man sieht hier mit dem Hashtag Silver Squeeze ging es da mal mit einem Gap Up in die neue Woche. Und dann kam hier eben ein deutlicher Abwärtsimpuls. Und die Frage ist jetzt: Ist diese Shooting Star Kerze der Evening Star? Also die Shooting Star Kerze, die hier entstanden ist, ein Hinweis, dass das schon das Top ist. Interessant ist, dass der Schlusskurs hier nur marginal unter der Hälfte des Kerzenkörpers liegt. Ich messe das mal ab. Also 50% Level ist ja, sehr knapp drunter geschlossen. Warum gucke ich auf das 50% Level? Nun, diese Dreierkonstellation aus steigender, neutraler und fallender Kerze ist dann ein Evening Star nach Stevensons Definition, wenn der Schlusskurs unterhalb des 50% Levels liegt. Jetzt ist er da drunter, ja, aber halt auch nicht wirklich überzeugend. Also so ein richtiges Wendepattern ist es nicht. Insofern wahrscheinlich auch heute der Tag, wo versucht wird, im Silber das wieder, sagen wir, zu hinterfragen.
und es könnte ein Ausbruch nach oben kommen. Das Level dafür ist hier 27,79 ungefähr, müsste man berechnen, aber das passt schon. Muss auch nicht genau auf den Cent genau sein. Und ja, man sieht hier eben auch, dass dieses Level hier seit dem gestrigen Tagesschluss dann doch auch ein relevantes ist. Ja. Also er tanzt so ein bisschen um dieses Level herum. Es ist nicht so ganz klar, ob der Ausbruch darüber jeweils die Flucht nach oben hat nicht geklappt. Nach unten kommen Käufer, also so eine Konsolidierung um diese wichtige Marke herum. Bitcoin bricht aus, 40.554. Darüber sind wir jetzt. Bedeutet, im Bitcoin das gestrige 1-2-3 Top an der Stelle ist deaktiviert worden. Das ist ein bullischer Fortschritt. Jetzt geht es eben darum, das zu halten im 2-Stunden-Kerzenintervall. Um 11 Uhr geht es jetzt dann um den Schlusskurs 40.554. Kann der darüber schließen oder nicht? Kann im 5-Minuten-Chart auch diese FIBO-Levels sich anschauen. Die 2,61er wäre bei 42.652. Und sonst ein Rückfall darunter würde quasi diesen Ausbruch zurücknehmen. Ethereum ebenfalls stärker, geht an die 1,61er. Das ist wieder eine FIBO-Marke aus dem Wochenkerzenchart. Hier eine 1,23 und dieser ursprüngliche Impuls nach oben, die 1,61er, die haben wir gerade getestet. Fallen jetzt zurück. Wenn ihr euch wundert, dass hier irgendwie alles größer erscheint, ich habe hier insgesamt, obwohl ich eine Full-HD-Auflösung habe, kann man ja, wenn man die Maus hier oben hält, außerhalb von dem Chart und dann STRG und das Mausrad dreht, da kann ich insgesamt die Plattform größer stellen. Habe ich jetzt mal gemacht, weil man, glaube ich, so die Zahlen noch besser im Livestream erkennen kann, weil ich ja weiß, dass viele auch über mobile Endgeräte zuschauen. Ansonsten ist die normale übersichtliche Full-HD-Auflösung ist die da. Also hat man schon deutlich mehr Überblick, wenn man selbst vor dem Monitor sitzt. Wegen dem Livestream habe ich das jetzt aber ein bisschen größer gestellt. Ich hoffe, das hilft ein bisschen, die Zahlen erkennen zu können. Ja, Willi schreibt es angenehmer zu sehen, ja, denke ich doch auch. So, was passiert mit Kupfer? Können die das Februar 2011 das alte Allzeithoch brechen, nachhaltig auf Monatsschlusskursbasis? Das wissen wir jetzt am 20. Mai noch nicht. Der Monatsschluss ist noch ein bisschen hin, aber wir können natürlich in der Zwischenzeit uns den Tageschart anschauen. Und da ist nun zu erkennen, dass wir gestern ein 1-2-3 Top aktiviert haben. Dann kann ich hier das einzeichnen in Rot. Ja, die 61,8 haben wir auch schon erreicht. Frank schreibt aus, die Funktion ist gut. Timo findet es auch gut. Dann kann man das doch so mal beibehalten. Also 4,51 Dollar ist die 61,8er. Als erste Mal hier eine Top-Bildung beim Kupfer, das so stark gelaufen ist in den letzten Monaten. Top-Bildung intakt, solange 4,6537 nicht zurückgeholt werden. Bitcoin Hammerkerze am Support. Und jetzt ist die Frage, kommt ein höheres Hoch?
Bitcoin testet jetzt den Support von der Hammerkerze. 40,499 auf Minuten-Schlusskursbasis. Das ist natürlich jetzt die ganz kurzfristige Betrachtung. Aber es wird getestet. Minuten-Schlusskurs darunter bricht den Support der Hammerkerze. Wenn er drüber bleibt, ist der Support der Hammerkerze intakt. Und der NDRQ oben rechts versucht, die 13,229 zu brechen. Support hat gehalten auf Schlusskursbasis. Man sieht, das lockt hier Käufer an. Plains All American Pipeline. Thomas fragt danach hier die Analyse für alle. Und dieses Aktien-CFDs, kurzer Exkurs. Also typische März 2020 Tief, seit ja so eine Seitwärtsbewegung. Wir hatten zwischenzeitlich hier auch schon mal eine Top-Bildung. Die 9,12 wurde zuletzt gehalten. Der Punkt 2 ist die 11,10 Dollar. Ich nehme an, das ist eine US-Aktien-CFD. Ja. Ja, also die 9,12 würde ich jetzt beobachten, solange sie da drüber bleibt. Symbolischer Druckaufbau zum Punkt 2 möglich. Ansonsten wäre ein Rückfall unter 9,12 gleichbedeutend mit einer Top-Bildung oder Reaktivierung von diesem 1-2-3-Top. NDAQ gerade mit einem neuen Hoch. DAX interessiert es nicht besonders. Germany 30 meine ich. Interessante Geschichte ja beim US 30. Wir haben ja gestern diese Erholungsbewegung gehabt, die dann endete in wieder einer Top-Bildung. Und wir sind jetzt bei der 33,839 genau an der 1. Okay, ja, also die Marke würde ich beobachten. Ich klinke mich für den Moment aus. Morgen in Vertretung der Kollege Oldenburger mit dem Börsenbuffet, da ich mich im Urlaub befinde. Ich wünsche allen schon mal ein schönes, verlängertes Wochenende. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Macht es gut, habt gute Trades und bis nächste Woche. Ciao.